So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich sag immer zurück, ne? Auf jeden Fall zurück bei Far Cry. Jetzt ohne meine schrecklich nette Familie. Oder wie man es auch immer nennen mag. Ja, das ist immer leider etwas problematisch. Wenn noch andere hier sind, dann wird sich immer darauf verlassen, dass ich absolut jederzeit ansprechbar bin. Oder so. Auf jeden Fall geht das immer schlecht, wenn Leute da sind, kann ich nicht aufnehmen. Und ich wusste jetzt nicht, dass ich heute noch Zeit habe zum Aufnehmen. Deswegen wollte ich gestern so unbedingt aufnehmen. Und ja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt nochmal heute am Samstag Zeit gefunden für die Folge, die dann Freitag rauskommt, oder? Weil die Folge für Dienst oder Moment, Montag, die, für Montag, glaub, Montag oder Dienstag, müsste Far Cry eine Folge rauskommen, die von gestern und also von die ich Freitag aufgenommen habe und dann müsste Freitag kommen gar keine Folgen raus, fällt mir gerade ein, dann müsste entweder nächste Woche oder noch Donnerstag müsste dann jetzt die Folge hier rauskommen, naja, wie auch immer, ist ja egal, ist ja wurscht, ist ja Latte wie Hose. Wir haben nur einen kurzen Auftrag. Ne, wir haben gar nichts gemacht, ne? Wir sind nur zurück nach Hause gefahren letzte Folge. In der Mini-Aufnahme. Boah, ich würde so gern die Grafik hochdrehen, ne? Das finde ich so geil. Vor allem Anti-Aliasing und sowas. Aber der läuft ja jetzt schon hier nur noch mit 20 FPS. Das wäre einfach so viel geiler. Geht aber leider nicht. Wegen mangels Grafikkarte. Also meine ist ja doch schon relativ alt. Okay, wir haben hier genug Munition. Wir können aber hier genug verkaufen. Bronzeschmuck, Lederbrieftasche, benutzte Nadeln, Kette mit Nagetierkopf, glasierte Tafel, Mini-Taschenlampe auch, Erkennungsmarken, handgeschnitzte Schlüssel, Schnüssel, Schüssel, Pfeilspitze aus Bronze, Drachenbrosche, Sankari-Figur. Und die ganzen Blätter behalten wir natürlich. Die kann man nämlich super benutzen für wunderbare Tränke. Oder Spritzen besser gesagt. Tränke sind es ja dann eher in den coolen Mittelalter-Spielen oder so. So, wir benutzen natürlich jetzt hier den Gleiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das ist der falsche Knopf. So. Dr. Earnhardts Haus. Und wir müssen nach da unten. Da können wir auch eigentlich per Schnellreise hin. Das geht etwas schneller. Dann sparen wir uns den Weg. Ne, ein bisschen produktiver. Ein bisschen hier mal Story machen und so. Ein bisschen reinklotzen. Dann erreichen wir vielleicht auch mal was. Ne? Das wäre schon... Sekunde. Das wäre ja schon... Okay, das hat man nicht gehört. Aber... Also die von Cold Mirror, die Dinger, die muss ich noch auf jeden Fall ein bisschen lauter kriegen. Weil die sind ja schon ganz geil. Also hier von der Avengers Parodie habe ich da ja die ganzen Sprüche alle auf meinem Handy hier als Buttons. Ups, jetzt bin ich hier durch die Botanik gerutscht. Aber das ist ja nicht schlimm. So... Grünes Blatt können wir noch mitnehmen. Da kann man nie genug von haben. Auf jeden Fall brauchen wir ein paar blaue Blätter. Das ist ganz geil, weil man damit auch nette Sachen machen kann. Wie diese besseren Heilungsspritzen. Das ist schon geil. Aber momentan haben wir noch genug normale Spritzen. Das heißt, das geht schon klar. So, jetzt gehen wir wieder hier in diesen Tempel rein. Machen wir ein bisschen Tempel Run. Da soll jetzt auch ein Temple Run der Film, habe ich jetzt gelesen, irgendwie soll, müsst ihr mal suchen im Internet, habe ich gelesen, dass die Temple Run Film rausbringen wollen. Jo, was geht? Alles korrekt bei dir, Junge? Und bei dir? Bist voll in Ordnung oder was? So, hier haben wir den großen, unglaublichen Baum des Lebens, der hat sich mit 18 tätowieren lassen. Und sieht jetzt so aus, das ist ja wunderschön. So, jetzt sind wir automatisch willkommen zurück zu... Fast hätte ich dein Gesicht ja, zu unserem Kumpel hier, gell? Schön, dich ja. zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Dolch? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Jo, Dolch und Gabbana, würde ich sagen. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet. Okay.
zeigt die uns jetzt irgendwie ihre Zimmer oder so. Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Varsh und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. Das war ja eine schöne Geschichte. So, wo ist die hin? Ah ja, hier ist ja noch sehr viel los. Gut, dann gehen wir mal wieder. So, tschüss. Schön, dass ich hier war. Ja, das war jetzt eine schöne Geschichtsstunde eigentlich, ne? So wie wir vorher auch mal hatten. Wer bist du denn? Ach so. Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vars. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Hä? Was soll das denn jetzt? Okay. Citras Tempel haben wir verlassen. Aber jetzt müssen wir hier irgendwie... Jetzt müssen wir hier sonst wohin. Haben wir denn eine Karte? Wo ist das denn? Das ist da oben. Das können wir... Das geht ja ganz simpel. Jedoch... Sekunde, ich muss nochmal kurz gucken, wie hier die Wege sind. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hierher oder gehen wir da vorne hoch? Ich will mal da vorne hochgehen, da waren wir glaube ich noch nicht. Ein bisschen Abwechslung kann ja auch mal gut tun. So. Ein bisschen hier die Landschaft angucken. Jetzt gehen wir zwar voll in die falsche Richtung. Ah, vielleicht finden wir ja... Hier kann man bestimmt hochlaufen. Gehen wir ein bisschen off the road. Bisschen Survival-mäßig. Abseits. So. Da vorne sieht es aber schon wieder nach Straße aus. Das ist gut. So. Hier sieht es auch nach, schön nach Strand aus und allem. So, was haben wir hier? Hier haben wir irgendwie noch so eine Tempelformation. Dann gehen wir mal hoch, weil ich glaube, da ist ein Relikt. Aber hier mal diese beschissenen Scheiß Dinger. Da kommt man einfach nicht durch. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss, um da hochzukommen. Und es scheint, als kämen wir dann auch nicht an das Relikt dran. Naja, schade. Aber hier steht auf jeden Fall ein Quad. Das ist schon mal gut. So.
Dann begeben wir uns doch mal. Da vorne ist noch ein Fahrzeug. Ah, egal. Wir haben ja einen Quad. Das reicht ja jetzt erstmal. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Humma, humma, humma. Tätere. Da steht schon das nächste Auto. So, hier führt kleiner Pfad entlang. Das ist gut. Zum Glück haben wir so ein geländegängiges Fahrzeug. So. Ups. Ja gut, das ist jetzt hier nicht so die absolute Straße, aber ich gucke auch so mehr auf die Karte. So, da waren gerade ein paar von den Nazis. Oder was das auch immer sind. Ach, Piraten sind das, ne? Vergisst man schon, wo, gegen wen man hier zu kämpfen hat. Das ist ganz schlimm. So. Da hinten sind rote. Also Piraten. Ich versuche mir das jetzt mal ein bisschen zu behalten, dass das Piraten sind. In der Karibik. So, da unten haben wir Schweine. Allerdings frage ich mich, ob der Weg hier überhaupt irgendwo hinführt. Nee, ich glaube... Ich glaube, das ist eine schlechte Wahl, da runter zu fahren. Da hinten stehen aber die Roten. Also fahre ich mal da oben her. Da stehen zwar auch welche, aber da habe ich kein Auto gesehen. Oder ist das ein Lager? Egal. Volle Granate durch. Oh, es ist doch ein Lager. Scheiße. Weg hier. Fuck. Weg hier. Scheiße. Ah, fuck. So. Gut, sind wir die los. Fahren wir halt hier lang. Es ist ja kein Problem. Wir sind ja flexibel und unabhängig. Da sind ein paar Hunde. Die sind auch hundabhängig. Ja, lustige Wortwitze. So, da ist schon die nächste Straßensperre, wo wir einmal durchknallen, bitte. Hallo! So, der meinte, ich bin jetzt dran, aber ich bin noch nicht dran. Ich bin noch drauf auf dem... Das ist ganz gut. So, dann fahren wir mal hier mal ein bisschen... Nee, in den See ist meistens eher schlecht. Da steht ein Kreuz auf der Insel, das ist cool. Hier ist eine Höhle. Aha. Okay. Los Höhlos. Und da steht eine Pflanze. Gut. Okay, hier scheint jemand gewohnt zu haben. Oder vielleicht noch zu wohnen, das wissen wir ja nicht. Da hinten ist noch eine Kiste. Moin Meister, wir haben eine Kiste hier. So, gibt es denn hier irgendwo... Y war das, ne? Genau. So, da vorne sind auf jeden Fall Kollegen. Da geht eine Brücke rüber. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube... Also hier am Strand entlang fahren geht, glaube ich, nee. Das wird eher weniger gehen. Auf die Insel kommen wir, glaube ich, von da drüben dann nur. Okay, dann fahren wir da hoch. Fahren wir da über die Brücke. Zack. Eben kurz hier... Spritze reinhauen. So, ist die Brücke schon hier vorne? Ja, sehr gut.